Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es geht weiter oder es startet mit der ersten Idee, die ich bastel und zwar für meine neue Kategorie, die Card Sketches bei 9999 Dinge. Das ist meine Nummer 1, so werde ich das mir jetzt immer machen, dass ich die Nummer 1 drauf schreibe. Das mache ich dann noch in ein Tütchen, kommt in eine große Kiste und da wird alles gesammelt, was dazu eintrudelt und auch was ich dazu basteln werde. Das erste Video verlinke ich euch oben in der Ecke und ja, das ist das Layout und ich zeige euch jetzt erst einmal, was ich mir rausgesucht habe und das Basteln an und für sich mache ich im Schnelldurchlauf, weil ich euch ja bei dem Video, was ich oben eingeblendet habe, haargenau alles erklärt habe, was ich hier oder was ihr auch zu tun habt. So, ich werde heute mit diesen Papieren basteln und zwar sind die von Craft Emotions, das Botanical Papierset, das bekommt ihr bei mir im Online-Shop, derzeit zumindest noch. Und das sind diese Papiere, damit werde ich basteln. Ich habe mir die Papiere rausgesucht vom Action, das ist dieses Mixed Media, wo verschiedene drin sind. Ich habe mir diese Schriftsticker ausgesucht und dann den Kartenrolling, den ich im Kraftpapier diesmal gestalten werde, wobei man hier nicht viel von sehen wird, zumindest auf der Vorderseite. Und ich habe mir drei Standschablonen ausgesucht. Alle drei müssten von Sizzix sein. Und zwar einmal dieses Format. Und hier seht ihr schon, dass hier das eine ganz andere Form ist. Aber ich habe dieses große Teil im Hintergrund. Wisst ihr jetzt, also wer das erste Video nicht so verstanden hat, jetzt werde ich dieses Teil nehmen. Ich habe halt hier auch Abrundungen, aber die gehen halt nach innen. Ne? Aber ich habe dieses Teil, was hier im Hintergrund sein soll. Ich habe mir einen Kreis gemacht. Ich habe mir den Schmetterling zurechtgelegt und dann meine Klebesachen und es kann natürlich sein, dass im Basteln mir wieder eine andere Idee kommt, dann erzähle ich euch das, wenn ich fertig bin mit dem Basteln. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und dann bis gleich oder viel Spaß beim Zusehen erstmal und dann bis gleich.
So, ich wäre fertig und ihr seht jetzt gut, wie ich das Ganze gemeint habe. Also, ich habe hier jetzt nicht diese Schablone genommen. Ich habe sie mir hingelegt, habe es auch vergessen. So ist er halt, die Katrin, ne? Also, ich habe hier schon mal eine ganz andere Größe genommen wie hier. Ich habe das doppelt gemacht, ne? Also das ist ein kleines drauf, das große. Dann habe ich hier den Schmetterling da drauf, hier unten. Das habe ich doppelt gemacht, habe die Ecken weggelassen. Das ist bei dieser Card Sketches Challenge, sage ich einfach mal, das ist alles möglich. Es soll nur so ungefähr gleich aussehen. Das ist meine erste Karte geworden. Jetzt mache ich mir mal Gedanken, was ich vielleicht noch basteln könnte. Und ja, wie gesagt, ihr könnt gerne Karten basteln. Schickt sie mir an mein Postfach. Ende September wäre das in diesem Fall. Ja, werde ich alle, die dann angekommen sind, in einem Video zeigen, den Namen dazu, was ihr mir aufgeschrieben habt, was ihr benutzt habt oder was ihr für einen YouTube-Kanal habt. All das werde ich mit erwähnen. Auf der Webseite werde ich ein Bild von eurer Karte machen, das wir draufbringen unter dem jeweiligen Kartensketch, so dass auch andere einfach sehen können, was hier so mit dieser Vorlage gebastelt wurde. Ich hoffe, das kommt ein bisschen bei euch an, macht euch ein bisschen Spaß. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich lasse mir jetzt einen neuen Kartensketch einfallen. Und ich werde auch jetzt hier noch was basteln. Das seht ihr dann in den nächsten Tagen. Es wird eine extra Playlist dafür angelegt werden. Das seht ihr auch immer, was passiert ist. Und wenn ihr dieses Video erst im Jahr seht, also im August 2018, dann könnt ihr gerne auch die Nummer 1 nachbasteln. Weil das ist total egal. Egal wann bei mir diese Sachen eintrudeln. Das wird immer wieder unter diesem Sketch gepostet. So, meine Guten. Seid schön kreativ, bleibt schön kreativ, werdet kreativ. Die Produkte verlinke ich euch unten oder wie gesagt dann auch bei dem Post auf der Webseite. Alles habt ihr unten verlinkt und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Katrin.